Hallo Dri und willkommen zum dritten Teil. Inzwischen noch tiefer im Mac Lab drinne, wenn ihr euch euren eigenen Mac kauft. Also ihr habt hier eigentlich vier leere Mac Bays. Ich habe jetzt vier Macs, ihr habt eigentlich vier leere Bays und diese weiteren vier habt ihr nicht, denn weitere Mac Bays kann man sich nur für Mac Credits kaufen, also für hartes Geld. Ich habe noch Mac Credits von dem Founders Package, über was das ist, sollten die meisten eigentlich wissen. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, dann werde ich euch das noch eben erklären. Auf jeden Fall, wenn ihr dann einen Mac haben wollt, ihn kaufen wollt, dann geht ihr auf so ein leeres Mac Bay und klickt Create Mac. Und da habt ihr dann als allererstes die Hero Macs, zu denen ihr hingeleitet werdet, die wollen wir gar nicht haben. Ihr entscheidet euch natürlich erstmal, was für eine Klasse ihr zocken wollt. Wollt ihr einen Light Mac spielen, also einen Scout oder einen Medium Mac, so ein Allround Talent für alles mögliche einsetzbar oder Heavy Macs, die dann teilweise schon mehr auf irgendwelche Rollen festgesetzt werden oder ein Assault Mac, die richtig lahmarschig mit den richtig fetten Waffen, die auch richtig fett viel einstecken können. Das bleibt euch frei überlassen. Es muss natürlich auch im Rahmen des Finanzierbaren bleiben. Nach euren ersten 25 Matches solltet ihr aber euch zum Beispiel diesen hier leisten können, genauso wie diese Atlas-Variante. Diese Atlas-Variante leider nicht. Es ist auch schon eine XL-Engine drin, die sind relativ teuer, aber es kommt halt darauf an, worauf ihr mehr Bock habt. Wenn ihr ein bisschen rumexperimentieren wollt und sowas, ihr habt ja erstmal genug Mac-Credits, dann könnt ihr auch, ihr seht ja, die Preise sind noch in Ordnung, es ist human, was es so kostet. Könnt ihr euch erstmal auch hier und da einen normalen Mac, was heißt normalen Mac, irgendeinen aus der Light, Medium oder Heavy Variante zulegen und das Ganze dann testen, benutzen, ausrüsten und so weiter und so fort. Was wichtig ist, überlegt euch vorher genauer, worauf ihr mehr Bock habt und sowas. Und wenn ihr zum Beispiel einen Kollegen wollt mit vielen Raketen, es ist ein perfektes Beispiel hier, dann guckt halt, wie viele Hardpoints der Kollege für Raketen hat. Und da hier beim Katapult sind wir natürlich direkt richtig gelandet. Der hat 6 Hardpoints für Raketen, was ziemlich geil ist, wenn man halt auf Raketen steht. Und genauso verhält es sich halt mit allen anderen. Wenn ihr viele Laser wollt, dann nehmt einen mit vielen Energy, Hardpoints. Wenn ihr alles Mögliche wollt, dann nehmt halt einen, der alle möglichen Hardpoints habt. Und dann klickt ihr auf Buy CB, also mit Credit Bills, mit dem, was ihr da habt. Ich drücke jetzt natürlich auf Cancel, weil ich ja schon Max habe. Und werde euch nun zeigen, wie ihr die erste Bestückung und sowas macht. Wir klicken dazu auf Loadout. Das ist der Standard, den ihr als erstes seht. Ihr landet bei eurem Center Torso. Hier sieht man auch direkt unten links die Aufteilung, wie so ein Mac aufgeteilt ist. Ihr habt den Center Torso, euer Cockpit, den Right Torso, den Left Torso und dann jeweils die Arme und die Beine. Das sind auch Teile, die man euch alle wegschießen kann mit einem Kampf, so wie ihr auch euren Gegner diese Teile wegschießen könnt. Ohne Arme und ohne Left oder Right Torso kann euer Mac noch leben. Mit einem Bein weg kann er auch noch nehmen. Beide Beine weg ist scheiße. Mittlerer Torso weg ist scheiße. Kopf weg ist auch scheiße. Schon mal so die wichtigsten Punkte. Zu den einzelnen Slots jetzt hier. Also im Center Torso habt ihr immer eure Engine drin stecken. Wenn ihr mal eine größere einbauen wollt, klickt ihr halt auf euren Center Torso und dann auf Engine. Dann kriegt ihr hier die Auflistung mit den ganzen Engines. Was es dafür welche gibt, wie viel die kosten, wie viele Tonnen die wiegen. Und wie viele Slots sie einnehmen. Zu den Slots, dafür gehe ich mal eben in den linken Arm, damit ich euch das besser erklären kann anhand der Waffen. Also erstmal hier, ihr habt hier dann den Left Arm stehen, da steht dann Hardpoint Restrictions, 2 von 2 Energy. Was heißt, ich hätte 2 Energy Slots zur Verfügung, die 2 davor bedeutet natürlich, ich habe 2 in Belegung. Nehme ich mal eben raus, ich habe 2 Energy Slots möglich, ich habe nur in Belegung, also 2 frei, die ich auch noch benutzen könnte. Nehmen wir in diesem Beispiel dann den Medium Laser, den ich auch sowieso dann einbauen würde. Was steht hier alles? Type Energy, Quantity, also QTY, Quantität, Anzahl 8. Ich habe davon 8 auf Lager, wenn ich jetzt einen einbaue, ist er halt einfach drin. Wenn ich jetzt 0 da stehen hätte, wie zum Beispiel hier beim Flammenwerfer und den einbauen wollen würde, steht hier, you do not currently own this item, bla bla bla, also ich habe den Gegenstand nicht, will ich ihn wirklich einbauen, müsste ich ihn kaufen. Drücke ich auf OK, zack, ist er eingebaut. Und so zieht sich das dann weiterhin. Wenn ich da einmal mal ein OK gegeben habe, dass ich das einbauen will, dann reicht das dem auch, dann fragt er nicht nochmal nach. Und ansonsten steht da weiter der Preis, 80.000 Credit Bills. Das ist eigentlich schon hart, wenn man bedenkt, dass das wenn ihr jetzt einen Mac habt mit 6 Medium Lasers, dann ist es wahrscheinlich 6 Matches, damit ihr euch diese 6 Medium Laser auch kaufen könnt. Also so rein rechnerisch einfach gesehen, ne? Die Credit Bills, die habt ihr jetzt wahrscheinlich sowieso schon am Start, weil ihr eure 25 Matches dann hinter euch habt. Also, passt schon, würde ich mal frei behaupten. Dann steht hier, Slots, einer. Was ist ein Slot? Das hier ist immer jeweils ein Slot. Das, was hier so einen Balken hat, das ist jeweils ein Slot. Ein Medium Laser nimmt einen Slot ein. Und,
Beleg diesen dann halt dadurch einfach. Zack, ist er mit dem Medium Laser belegt. Habe ich hier irgendwas, was zwei Slots einnimmt, was ich noch einbauen könnte? Nein, natürlich nicht. Ich nehme einfach mal hier der Motor. Der nimmt halt viele Slots weg und in diesem Fall scheißen wir mal eben auf den Motor. Denn jetzt kann ich euch anhand des Large Lasers zeigen. Der wiegt 5 Tonnen. Ihr werdet hier gleich sehen, wie sich dann von 36,5 auf 41,5 Tonnen erhebt. Und ihr nehmt zwei Slots weg. Ihr werdet jetzt sehen, ihr seht schon, der Balken ist größer. Zack, zwei Slots belegt. Und hier, die Tonnage hat sich entsprechend erhöht. Das ist so very wichtig zu wissen, ne Leute? Ach ja, es gibt auch noch Pulslaser, die schießen etwa, haben eine höhere Schussfrequenz als normale Laser. Erzeugen aber auch mehr Hitze. Klaro, okay. Was gibt es ansonsten noch Wichtiges zu wissen? Munition. Munitionsvorräte solltet ihr bevorzugt in euren Schultern einbauen. Mit einem Case. Das ist dieses Gerät hier. Case ist halt ganz einfach eine Munitionskiste. Kann man grob übersetzen. Habt ihr das Ding drin, explodiert eure Munition. Also, ja, stopp, zurück. Also, wenn ihr eure Munition hier in der rechten Schulter drin habt, die rechte Schulter wird zerstört und ihr habt keinen Case drin, die Munition explodiert mit. Explodiert, wenn ihr Pech habt, euer kompletter Mac mit. Schulter weg, Munition weg, Mac weg. Scheiße. Habt ihr einen Case drin, also diese Munitionskiste, ist die Munition in der Munitionskiste. Das bewahrt eure Munition davor, so krass zu explodieren. Also wenn eure Schulter zerstört wird, ist zwar trotzdem die Munition weg, aber der Case verhindert die Munitionsexplosion. Was da heißt, Schulter weg, Munition weg, aber Mac noch da. Ist very nice. Dann haben wir hier noch Beagle Active Probe, was wir da einbauen können. Damit habt ihr eine erhöhte Sensorenreichweite und habt eine schnellere also eine verringerte Zeit, um euren Gegner mit euren Sensordaten und sowas zu erkennen. Und wenn ein gegnerischer Mech heruntergefahren ist, ist er eigentlich für den Radar unsichtbar, weil er ist er aus. Er hat keine aktiven Systeme. Mit einem Beagle Active Probe drin habt ihr dann die Möglichkeit, wenn ihr sehr nah dran seid, den Gegner doch noch mit euren Systemen zu erfassen. Als nächstes dann gehen wir eben zum Punkt Munition. Wir haben hier dann halt, gerade weil wir nur Raketen möglich hätten, haben wir auch nur Langstreckenraketen, Also haben wir nur Raketenmunition, die Langstreckenraketen sowie auch die Kurzstreckenraketen und die Streak Missiles. Während es jetzt ballistische Waffen, hättet ihr halt für die jeweilige ballistische Waffe die Möglichkeit, die Munition einzubauen. Ist ja relativ selbsterklärend. Ihr nehmt natürlich die Munition mit von der Waffe, die ihr auch benutzt. Dann haben wir hier den Punkt halt mit dem restlichen Kram, eure Heatsinks auch, neben dem Beagle Active Probe und dem Case. Auch relativ selbsterklärend, in euren Beinen könnt ihr gerne oftmals auch Heatsinks reinpacken. Beine werden nicht so oft beschossen, ist auch direkt der perfekte Übergang zum nächsten Punkt, eure Panzerung. Panzerung könnt ihr erhöhen oder auch verringern, ihr habt hier gewisse Maximalwerte bei dem jeweiligen einzelnen Punkt. Dürft aber insgesamt natürlich nicht oder könnt halt nicht die Maximalwert eurer insgesamt Panzerung überschreiten. Und wenn ihr mal irgendwo eine halbe Tonne braucht für noch eine Waffe oder so, wenn ich jetzt anstatt 36,5 Tonnen gerne nur 36 Tonnen hätte, dann nehme ich ein bisschen Panzerung bei den Beinen raus. Meistens kann man da ein klein wenig wegnehmen und kriegt dann nochmal eine halbe Tonne raus. Was euch oftmals noch die Möglichkeit gibt, irgendwie noch mehr Munition mitzunehmen oder eine coole Waffe einzubauen oder sowas. Es ist natürlich nicht unbedingt empfehlenswert, dem Gegner eine Schwachstelle zu bieten, aber damit kann man halt immer so ein bisschen experimentieren und auch ein paar Tonnen halt wieder freimachen. Was auch noch wichtig ist zu wissen, wenn ihr wisst, ihr benutzt zum Beispiel eure Arme absolut nicht. So bei der Variante habt ihr dann nur in den Schultern eure Waffen drin und so, dann könnt ihr zum Beispiel auch bei den Armen die Panzerung komplett rausnehmen. Weil wenn der Arm zerstört wird und da ist nichts drin, ist es ja scheißegal, das ist halt nur so ein kleiner Kugelfang, dafür habt ihr dann etwas mehr Gewicht frei, um irgendwo anders Panzerung, Munition oder Waffen einzubauen. Da müsst ihr aber dann ein bisschen mit rumexperimentieren und gucken, was bei euch am besten passt. Ja, ich kann euch hier direkt noch eben erklären, ist zwar eins von den Upgrades, aber wir nehmen es hier mal direkt mit. Den Ferrofibrous Armor, das ist eine Panzerungsart, die gibt euch bei gleichem Gewicht mehr Panzerung. Also ihr könnt halt mehr einstecken. Ja? Ziemlich einfach, ist eins von den Upgrades, was ihr kaufen könnt. Was Upgrades sind, erkläre ich euch ja gleich noch. Das wäre jetzt so in MacLab eigentlich das Wichtigste. Die Waffen und so weiter habe ich euch ja gerade erklärt. Ihr wisst, was ein Slot ist, wie viele Slots wo wiegen. Für das Cockpit gibt es noch die Kommandokonsole. Lasst die Finger davon, sie hat derzeit irgendwie noch keinen konkreten Nutzen. Kostet nur Tonnen und Credits. Das war es dann soweit bei MacLab mit dem Loadout. Nächstes Video geht ab zu den Modules und den Upgrades. Haut raus, Leute, bis gleich.